Hallo Leute. Ja, der Dr. Octo Rex Loop Player heute als Thema in meinem Reason Video. Erstaunlich, was die Propellerheads da wieder gemacht haben. Es gab also vorher auch schon einen Rex-Player in den älteren Reason-Versionen. An eine neue Farbe muss man sich nicht gewöhnen. Er ist nach wie vor blau. Und man muss sich aber an ganz schön viele neue Feature gewöhnen, die der Dr. Octorex jetzt drauf hat. Zuerst vielleicht ein Wort zu den Rex-Files. Das sind geslicete Audio-Files. Und durch das Slicen, also durch das Auseinanderschneiden sozusagen, werden die einzelnen Audio-Files dadurch flexibel im Tempo. Ja, wenn ich früher in meinem Sequencer einen Audio-File eingeladen hatte, dann war das auf ein bestimmtes Tempo bezogen. Und wenn ich das Tempo verändert hatte, war es nicht mehr im Takt, dass der Rex-File, also das flexible Audio-File, lässt sich dadurch, dass es halt gesliced ist, nun auch in allen möglichen anderen Tempi abspielen. Sehr interessant. Wir sehen hier zum Beispiel, ist ein 130 Beats per Minute Rex-File eingeladen als Loop 1 und wir haben aber ein 120er Tempo. Ja? Und ich kann es trotzdem taktgenau abspielen, bin da also sehr flexibel. Wunderbare Sache. Gut, nun zu den Funktionen im Einzelnen. Wir haben also hier oben die 8 Wahlschalter der einzelnen Loops. Können wir hier antriggern. Wir können allerdings auch natürlich die Sache über die Tastatur anspielen. Ja, ich habe mir das hier zurecht gemacht schon. Ich habe ja eben das auch schon kurz mal angespielt. Und wir können hier halt den Sequencer auch starten. Beziehungsweise er ist auch sehr schön mit dem Hauptsequencer gekoppelt. Können wir also auch dort starten und stoppen. Wir haben hier einen Master Volume Regler, eine globale Transpositions, einen globalen Transpositionsmöglichkeit und dann hier links eine sehr schöne Funktion, wann das nächste Loop getriggert werden soll. Ich habe das also jetzt auf die kleinstmöglichen Wert gestellt, um den musikalischsten Nutzen davon zu bekommen. Man kann das also auch pro Takt wechseln lassen, pro eingestellten Beat. Da wir hier einen Viervierteltakt gerade eingestellt haben, wäre das denn die Viertelnote. Aber wie gesagt, die Sechzehntelnote lässt sich am musikalischsten meiner Meinung nach handhaben, da man wirklich sehr schön einzeln die Loops anspielen kann. Und ich komme jetzt hier zu diesem Display. Hier wird also die einzelne Loop angezeigt. Ja. Wir können hier auch nochmal im Display die einzelnen Loops anzeigen und natürlich hier auch einzelne Loops suchen und laden, bis zu 8 Stück, wie gesagt. Ich habe momentan einen Signature Patch geladen, das hat 8 Low-Mid-Loops schon enthalten. Dazu komme ich aber noch später zu den einzelnen Patches in der Sound Library. Und wir haben jetzt hier die verschiedensten Möglichkeiten der Bearbeitung. Ja? Wir haben hier so eine kleine Tastatur, da können wir das Loop also transponieren. Wir können das auch hier mit diesem Schalter machen, wenn die Tastatur zu fummelig ist. Wenn wir es jetzt also ansteuern, können wir das halt auch verstimmen. Dann gibt es hier eine Möglichkeit, hier unten sind Drehregler. Und dann gibt es da die Möglichkeit, das auch zu editieren. Wir haben also hier, können wir den einzelnen Slice auswählen, den wir editieren möchten. Dann gibt es Hoch- und Runterstimmenfunktion für jedes Slice. Es gibt die Panorama-Funktion. Wir können also jedes Slice in dem Panorama nach links und rechts oder in die Mitte verschieben. Wir können den Level, die Lautstärke an- und absenken. Und das Decay, also wie lange das Slice erklingen soll, können wir auch einstellen. Wir können einstellen, ob das Slice rückwärts abgespielt werden soll. Wir können die Filterfrequenz des Slices einstellen. Wir haben nämlich hier auch, wie gesagt, war auch schon vorher da noch ein Filter.
Wir können dann einen Alternate-Slice auch noch, einen Alternate-Modus einstellen und zum Schluss haben wir noch eine Output-Möglichkeit, ob es am linken oder rechten Kanal klingen soll. Dann gibt es hier diesen Punkt, Slice-Edit-Mode. Da können wir sehr schön die Sachen, wir sind jetzt hier gerade auf dem Reverse, auf der Reverse-Einstellung, die können wir hier halt einstellen und können dann hier mit dem Stift einzeichnen, wie stark das Slice beeinflusst werden soll, editiert werden soll. Da kann man also die krankesten Geschichten erzeugen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Reverse-Button. Whoop, hört man sehr schön den Reverse-Effekt. So, und können also hier alle möglichen Editierungen vornehmen. Und halt haben jetzt diese neue Slice-Edit-Bearbeitungsmethode mit dem Stift. Das ist neu dazugekommen. Die Sachen gibt es hier schon alle länger. Es gibt hier diesen schönen Filter. Ich drehe ihn jetzt mal etwas rein. Wir haben also einen Notch, einen Hochpass, einen Bandpass und zwei Tiefpassfilter mit also einem 12 und einem 24 Flankensteilheitsfilter. Und ich gehe jetzt mal hier. Drehe den Filter ein bisschen zu und mache etwas Resonanz, drehe etwas Resonanz ein. Die Resonanz betont natürlich, betont die Eckfrequenz, dadurch entstehen diese schönen Sweeps. Und ich starte nochmal den Loop. Nun können wir das natürlich auch mit der Maus hier, das zu regeln, ist ein wenig fummelig, aber wir haben ja hier auch diese Regler. Zum einen haben wir diesen Pitchband. Können wir auch sehr schön die Loop halt verstimmen. Und wir haben hier noch ein Modulationsrad. Wenn sich das noch nicht bewegt, bei mir bewegt sich es schon, kann man das hier auch ganz schnell mit der Remote Override Zuordnung bearbeiten Funktion einstellen. Ich hebe jetzt mal die Override auf und jetzt sehen wir, dreht sich nichts mehr. Und wenn wir das mit der rechten Maus Taste anklicken und wieder auf Bearbeiten gehen, hier auf Lernen durch Steuergeräte-Eingangssignal einen Haken setzen und dann den Regler bewegen, sehen wir sofort, das ist jetzt hier aufs Mod-Wheel eingestellt, schließen das Fenster und haben jetzt hier die Möglichkeit mit dem Mod-Wheel diesen Regler hier zu bewegen. Und wenn wir den dann auf die Filterfrequenz routen, ja, wie hier schon geschehen ist, können wir hier ganz schön die Filterfrequenz mit dem Mod-Wheel beeinflussen und gleichzeitig halt auch die Tonhöhe. Ich spiele das nochmal ab. So haben wir also Möglichkeit, jede Loop sehr schön Entschuldigung, im Soundverhalten zu beeinflussen. Es gibt dann hier natürlich auch noch einen tieffrequentigen Oszillator, LFO, den wir auch dazu benutzen können, zum Beispiel die Filterfrequenz zu modulieren. Wenn ich hier die Dreieckskurve wähle und die Rate hier ein bisschen runterdrehe und den Amount, den Wert, den Anteil etwas hochdrehe und das hier auf den Filter route, sehen wir und das wieder starte, hören wir besser gesagt, wie der LFO jetzt die Filterfrequenz beeinflusst und moduliert. Ja, ganz klar. Also schöne Sache das. Und hier haben wir noch einen kleinen Filter. Der lässt sich jetzt. Ach Quatsch, wir haben nicht noch einen kleinen Filter. Jetzt haben wir hier noch eine kleine Filterhöhekurve. Da können wir halt bestimmen, in welchem Wert sie wirken soll mit diesem Regler. Das wollte ich sagen. Und können also die Attack, die Decay, die Sustain und die Release-Phase der Filter Höhekurve beeinflussen. Und das Gleiche können wir natürlich auch noch mit dem Verstärker. Mit der Verstärkerhöhekurve machen. Ja, also alles in allem hat sich der
Rex Player wirklich sehr schön weiterentwickelt, muss man wirklich sagen. Ganz tolle Sache. Und hier oben kann man übrigens die verschiedenen Patches einladen. Ich hatte jetzt hier von Bayer in Leckebus ein Signature-Patch eingeladen, aber man kann hier auch, das hatte ich auch schon benutzt, zum Beispiel ein Akustikgitarren-Rex-File ansteuern. Auch nicht schlecht, man kann also auch tonale Loops natürlich bearbeiten. Ich gehe jetzt hier nochmal in den Slice-Modus rein. Rückwärts. Weiß nicht, ob man das jetzt hört, ob das in Stereo rüberkommt, aber sehr schöne Stereo-Effekte kann man da machen. Ja, also das intuitive Umgehen mit Audio-Files ist eindeutig durch den Dr. Octorex ein absolutes Vergnügen. Ich kann es also nur empfehlen, ihn auszuprobieren, Reason mal auszuprobieren. Es wird euch überzeugen. Und ja, das soweit heute zu dem Dr. Octorex. Ich verbleibe mit besten Wünschen eurem Element of Art und wünsche noch einen schönen Spätsommer. Und verabschiede mich mit diesen Worten. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Leute.